Swatch Omega. Das ist mit Abstand das grösste Einzelobjekt, das wir gemacht haben, also wir als Firma Blumer Lehmann in der Ausführung. Ist aber gleichzeitig auch das grösste Einzelholzbauobjekt, das es in der Schweiz gibt. Es ist ein offenes Holztragwerk, in der Geometrie sehr schwierig. Es ist eine Freiform, wir haben 4600 Einzelbauteile, wo jedes eine einzelne Form hat. Es ist auch das grösste Einzelholzbau-Bürogebäude auf der ganzen Welt. Das Ursprungsmaterial ist alles Schweizer Holz. Zu uns in Erlenhof kommt das Rohmaterial als Baumstamm, rund, wird eingeschnitten, trocknet dann. Wenn es einen Freiformträger gibt, werden die Lamellen dann nochmal aufgeschnitten und dann wird er in eine gekrümmte Form verleimt. Nachher geht er auf die Maschine, wird gefräst, bearbeitet, dann werden die Anbauteile montiert. Allfällige Holzfehler werden geflickt, wird behandelt und verpackt. Wird auf den Bau geliefert und verbaut. Die Bauteilversorgung im Bau ist sehr wichtig, weil die Struktur lässt nicht zu, dass man einfach ein Bauteil mal weglässt und später etwas einsetzt. Da muss zu dem Zeitpunkt, wo man an den entsprechenden Etappen arbeitet, auch das entsprechende Bauteil oder die entsprechenden Bauteile in der richtigen Reihenfolge kommen. Also wir haben schon früh im Projekt gesehen, dass wir mit grosser Wahrscheinlichkeit bei der Maschinenkapazität werden anstehen. Wir haben darum mehrere Produktionsanlagen gesucht, die uns auch helfen können. Total sind wir am Schluss auf 7 Anlagen gleichzeitig am Fräsen gewesen. Und da haben wir müssen schauen, dass alle Anlagen, die richtigen Teile, die richtigen Daten am richtigen Moment an der richtigen Ort verfügbar sind. Die Hilfsmittel, die wir brauchen, um die Prozesse zu überwachen, die haben wir uns selber müssen erschaffen. Das war einfach sehr komplex, sicher eines der komplexesten parametrischen Projekte. Also als erstes haben wir Freigabepläne für die Fachplaner und Architekten erstellt. Und nachdem die freigegeben waren, haben wir die zur Parametrisierung weitergegeben an Design to Production. Und die haben die Modelle daraus generiert. An den komplexeren Punkten im Gebäude hat es im 2D nicht ausgereicht. Da haben wir also vorab 3D-Details entwickelt. Ja, bei der Parameterserie geht es eigentlich darum, dass wir eine Basis schaffen, die wir an jeder gewünschten Stelle im Gebäude wieder einbauen können. Also eine Schraube mit einem gewissen Abstand vom Fixpunkt, der gegeben ist, dass man die, egal wie die Geometrie ist, dass man die an einem anderen Ort wieder einpflanzen kann. Also dass man da einmal generiert, das Detail, und dann wird es eigentlich der Rechner platziert an den verschiedenen Stellen, dass man nicht die x-tausend Stellen müssen immer von Hand einzeichnen. Die runde Form, die sich bewegende Form, das ist schon speziell. Für uns natürlich eine extreme Anforderung von der Geometrie her, von der Verantwortung generell, so ein komplexes Gebäude zu liefern. Wenn ein Fehler in der Geometrie, da hätte können einen Millionenschaden geben. Also tut man im Vorfeld alles dafür, dass man diese Fehler wirklich ausschalten kann. Den Bau haben wir in 13 Etappen montiert. Insgesamt waren wir bis über 10 Monate am Montieren. Wir haben über die 10 Monate gut 22 Schlechtwettertage.
die ganze Grösse dieser Baustelle ist natürlich einmalig. Schlussendlich auch mit den x-tausend Verbindungsmitteln, aber auch mit der hohen Passgenauigkeit, die wir schlussendlich erreicht haben. Ja. Die Balken sind sichtbar, die sind fertig behandelt. Und da muss man jegliche Schäden und Beschmutzungen muss man vermeiden. Dass man sich eben mit Händchen schützt, dass man halt keine Fingerabdrücke, keinen Dreck an die Teile bringt. Also im Prinzip fängt man unten an und arbeitet sich von zwei Seiten zum höchsten Punkt, zum First, vor und setzt da wie einen Schlussstein am Ende. Und wenn alle Bauteile sitzen, steift es sich von alleine aus. Und um eben dahin zu kommen, zum höchsten Punkt, braucht man eine Hilfskonstruktion. Ja, wir haben ja für die ganze Konstruktion montiert eine Hilfskonstruktion gebraucht. Da hat man zuerst ein Leergerüst vom Gerüstbauer. Dort drauf haben wir Balkenstränge gelegt, die man mit dem Tachymeter ausgerichtet hat, dass die Höhen und die verschiedenen Achsen genau stimmen. Und dann konnte man die einzelnen Bauteile dort reinlegen. Und sobald man oben den Firstzimmer geschlossen hat, konnte man dann die wieder ausbauen. Und ohne die wäre es gerne gegangen. Eigentlich ist es sehr gut gegangen in der Montage. Wir haben durch die regelmäßigen Kontrollen auch immer vorgängig schon ein bisschen reagieren können, wenn man gemerkt, dass es Verschiebungen sich anbahnen. Aber im Prinzip kann man sagen, sind mehr in 5 mm plus minus rein, haben wir den Bau montiert. Wo wir beide Seiten her aufgerichtet haben und wir haben uns oben dran getroffen und der passt hat. Das war wirklich das Highlight. Das ist immer der schwierigste Punkt, bringen wir es überhaupt zusammen oben dran oder nicht. Und das war wirklich ein gutes Gefühl, als wir den positiven Bescheid von der Baustelle bekommen, dass es passt. Und sehr gut passt hat. Mit den Leuten, die beteiligt waren von unserer Seite, war wirklich immer eine riesige Freude. Sei es die im Büro, die am Bau, die in der Produktion waren. Man hat einfach gemerkt, alle machen ihren Job und mehr vorne in der Montage können zuschaffen. Die ganze Arbeit hat an jeder Stelle müssen perfekt gemacht werden, sonst wäre das Projekt nicht gelungen. Und da haben wirklich alle, die daran beteiligt waren, sehr gut geleistet. Es macht Spass, wenn man sieht, dass man so ein komplexes Gebäude in der Werkstatt so genau vorbereiten kann, dass es auf der Baustelle einfach nur zusammensteckbar ist. Die Leute waren nur mit einem kleinen Hammer ausgerüstet und mussten eigentlich höchstens mit der Ackerbohrmaschine eine Schraube setzen. Und die ganzen Träger, die gleich 80 cm hoch waren, haben sich einfach so ineinander gefügt. Da dürfen wir natürlich schon von Erfahrung reden. Also wir haben natürlich schon mehrere Bauten in den letzten 10, 15 Jahren gemacht, die geometrisch sehr schwierig waren. Und wir sind bekannt für das, oder bekannt worden sogar, dass wir den gesamten Prozess im Griff haben. Also wir planen nicht nur planen oder produzieren, sondern wir planen, produzieren, montieren, also von A bis Z. Wenn ein Bauherr sich entscheidet, eine Freiform zu machen, und ein Architekt ein Projekt zu uns bringt, dann können wir auf seine Fragen schon von Anfang an sehr viele Antworten geben. Wir haben Lösungen und wir haben eine Erfahrung. Und ich denke, das tut uns schon am Beginn eines Projekts oder am Beginn einer Anfrage schon unterscheiden. Für mich ist so ein Projekt etwas Einmaliges. Es ist etwas, das einem persönlich eine Bestätigung gibt, mit was arbeite, was mache ich, was bewege ich. Und von dem her ist es sicher etwas, das ich ein Leben lang nie vergessen werde.